Mein Name ist Bernd Meyer, ich bin 52 Jahre alt und ich arbeite bei der Berufsfeuerwehr in Dessau, bin Notfallsanitäter und lebe hier in Dessau-Waldersee. Ich sitze hier am Schwedenhaus, weil wir über das Hochwasser von 2002 berichten wollen. Und das Schwedenhaus in Dessau-Waldersee ist etwa 300 Meter von der Bruchstelle entfernt, die im Deich hier war und den Ort überflutet hat. 2002 war ein besonderes Jahr. Es war ein sehr warmes Jahr und es gab trotz allem viel Regen, nicht hier in Deutschland, sondern oberhalb, also oberhalb Deutschlands in Anführungsstrichen, also gerade in der Tschechei durch ein Wetterphänomen. Und da war eigentlich klar, dass das Hochwasser stärker ausfallen würde, als es bisher immer war. Ich wusste, dass die Deiche nicht mehr in dem Zustand waren, wie sie hätten sein müssen. Dass die Höhe, die der Deich hatte, also bei Weitem nicht ausreichen würde, nach den Prognosen, die wir dann natürlich auch als Freiwillige und als Feuerwehrleute mitbekommen haben, die war weitaus höher, als der Deich überhaupt war an irgendeiner Stelle. Wir haben Vorbereitungen insofern getroffen, Sandsäcke zu ordern. Wir haben gesagt, wo Schwachstellen sein könnten, die wir vermuten. Und wir haben natürlich die Bevölkerung aufgefordert oder gewarnt, zu gehen, weil wir nicht wussten, was hier passiert. Und wir haben trotzdem versucht, Hilfe zu bekommen aus vielen Richtungen. Aber zu dieser Zeit, also so kurz bevor der Deich gebrochen ist, war natürlich das noch nicht so in den Köpfen drin, dass man das überhaupt brauchen würde. Kurz vor dem Deichbruch war ich, naja, ich sag mal so 500 Meter weiter weg auf dem Acker Richtung Millensee. Und da kamen einige Leute, die meinten dann, wir sollten doch hier einen Behelfsdeich bauen und damit das Wasser aufhalten. Das war natürlich völlig utopisch und überhaupt nicht zu lösen. A, in der Kürze der Zeit. Also das Wasser ist schon, ich sag mal, nicht schwallartig hier rüber geschossen, sondern es ist natürlich schnell gelaufen, hier reingelaufen, aber eben nicht mit einer Riesenwelle. Und wir hätten diesen Deich hier überhaupt nicht hinbekommen können, sodass wir entschieden haben, den müssen wir irgendwo anders im Ort errichten. Und da die klare Entscheidung, also dein eigenes Haus ist weg und viele Häuser von Bekannten, Verwandten, von den Bürgern werden natürlich auch dem Wasser überlassen in dem Falle, um vielleicht ein paar andere zu retten. Das war unser Versuch, der dann leider gescheitert ist. Also die Stimmung im Ort war unheimlich angespannt. Viele Leute wollten nicht aus ihren Häusern. Die haben sich verbarrikadiert zum Teil, mussten dann auch aus ihren Häusern geholt werden. Hab und Gut musste gerettet werden. Das ganze tote Viehzeug, was hier rumgeschwommen ist, also Wildschweine, Rehe, also alles eigentlich. Also vom Regenwurm bis zum Wildschwein war hier alles vertreten. Das stank natürlich zum Himmel. Bei 30 Grad draußen war das klar. Und die Leute wollten trotzdem ihr Zuhause nicht verlassen. Ich war einer der ersten, die dann mit dem Boot hier reingefahren sind, mit einem Freund von mir und zu mir nach Hause auch gefahren sind. Und das war Wahnsinn. Also
Mein Haus, ich bin 99 eingezogen und wenn du dann 3 Jahre später siehst, dass alles kaputt ist, im Erdgeschoss, in der Garage war alles weg und wo du Erinnerungen dran hast, also alte Bücher, Bilder, es war alles weg, konntest du alles wegschmeißen und so ging es jedem und da stieß es natürlich nicht immer auf Gegenliebe, wenn du als Feuerwehrmann dann bestimmte Dinge gesagt hast, die die Leute einfach nicht verstehen konnten. Ich kann mir eigentlich trotz allem keinen schöneren Ort vorstellen und ich komme gerne nach Hause, wenn ich von irgendwo herkomme. Und Wasser begleitet uns immer im ganzen Leben und ich denke, wenn ich hier an Mulde oder Elbe stehe, dann denke ich natürlich an die Gefährlichkeit des Wassers, aber auch an das Gute und ja, einfach zu Hause, denke ich. Das sind die Flüsse für mich.